Meisterschaften könnte die Fünfläuferinnen über 200 Meter. Innen Raisa Makova aus der Sowjetunion, dann auf Band 2 Kristina Susik aus Leverkusen, vor ihr die große Favoritin Marita Koch aus Rostock in der DDR, die Weltrekordhalterin über 200 und 400 Meter im Freien und über 60 Meter und 200 Meter in der Halle. Auf Band 4 Joan Baptista aus Großbritannien und auf Band 5 Els Fader aus den Niederlanden, die beste Sprinterin ihres Landes. Favoritin ganz klar Marita Koch auf Bahn 3, die vor einer Woche hier in dieser Halle mit 22,64 Sekunden den Hallenweltrekord von Gesine Walter aus Erfurt egalisierte. 22,63 Sekunden sehen Sie links eingeblendet. Diese Zeit lief Marita Koch auf einer 250-Meter-Bahn. Die Russin stürzt innen, aber ganz klarer Vorsprung schon für Marita Koch, die, so scheint es, auf einen neuen Weltrekord aus ist. Die Bahn ist schnell, ein Holzfußboden, darüber Kunststoffbelag. 22,39 Sekunden. Marita Koch aus Rostock verbessert ihren eigenen Hallenweltrekord um 25 Hundertstel Sekunden. Kristina Susik, dies ein Erfolg, Platz 3. Ja, Pech für die sowjetische Läuferin Raisa Makova, die beste sowjetische 200-Meter-Läuferin des letzten Jahres. Innen haben wir sie im roten Trikot. Ja, da kann sie eigentlich nur über ihre eigenen Füße gestolpert sein. Und in diesem Augenblick, Carlo Trenhardt im dritten Versuch über 2,27 Meter. Alle drei Hochspringer aus der Bundesrepublik noch im Wettbewerb. Gerd Nares schafft es im ersten Versuch. Andreas Urbeck im dritten und nun auch Carlo Trenhardt im dritten Versuch. Noch einmal die letzten 50 Meter von Marita Koch, die auch mit 7,08 Sekunden Hallenweltrekord.